Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde hier im Lindenhof, als Vorsitzender des Vereins Stadtteil e.V. begrüße ich Sie alle recht herzlich hier. Ich hatte eigentlich gedacht, der ganze Hohnsberg wäre geballt heute Abend hierher gekommen und sind also nicht ganz so viele geworden. Aber dazu kann man denen, die nicht hier sind, eigentlich nur sagen, ihr habt was verpasst heute Abend. Das sage ich schon im Voraus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass der Herr Müller hier seine Fotos hier bei uns im Lindenhof im Hohnsberg ausstellt und hier bei uns im großen Saal zeigt. Der Herr Müller und ich, wir kennen uns schon einige Zeit. Der Herr Müller ist zwar gut katholisch, aber auch gut ökumenisch. Und der Herr Müller hat auch schon unsere evangelische Stadtkirche mit seinem Fotoapparat gut in Szene gesetzt. Und es gab Zeiten, da hat der Herr Müller mit seinem Fotoapparat auch meine evangelischen Konfirmanden fotografiert. Und es gab auch schon mal Szenen, dass Konfirmanden dann den Fotografen ein bisschen angepöbelt haben. Aber das hatte Herr Müller nie erlebt, weil er offensichtlich auch im Umgang mit den Konfirmanden immer den richtigen Ton getroffen hat. Und es waren schöne Bilder, die der Herr Müller von meinen Konfirmanden gemacht hat. Und Sie haben es offensichtlich gespürt. Der Herr Müller hat mir zum Entsetzen meiner Frau auch schon viele schöne alte Fotoapparate verkauft. Und altes Fotozubehör. Und ich habe zu Hause eine Sammlung von Fotopostkarten, die auch da sind, von denen ich bei dem Herrn Müller gelegentlich ein paar gekauft habe, weil ich sage, ach, die kann man mal brauchen zur Taufe oder zu sonstigen Gelegenheiten. Und ich habe die alle behalten, Herr Müller. Der Herr Müller hat in seinen Fotos den Blick für das Wichtige und Wesentliche. Wenn der Herr Müller mit seiner Kamera durch den Wald geht und fotografiert oder aus den Ferien Fotos mitbringt, oder ob er über unsere Friedhöfe geht, ganz egal. Auf jeden Fall fängt das Kleine auf einmal an zu leuchten. Die kleinen Dinge werden auf einmal die wichtigen Dinge. Und ob der Herr Müller einen Vogel fotografiert, ist es ganz egal, ob es ein gewöhnlicher Spatz ist oder ein sehr seltener Eisvogel. Er ist immer ein besonderes Individuum. Und wenn der Herr Müller mit seinem Fotoapparat über den alten Friedhof in Schloss Burg geht und ein paar alte Grabsteine fotografiert, dann hat das was. Dann erzählt das was von den Menschen, die dort vor vielen, vielen Jahren begraben wurden und dort ihre Ruhe gefunden haben. Und dass er sich ausgerechnet hier in meinem Remscheider Stadtteil im Hohnsberg sich jetzt hier auch eingemietet hat und verliebt hat, das macht mich ein bisschen stolz, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wir sehen mit unseren Augen, wir sehen mit unseren Augen genau das Gleiche. Aber wenn der Herr Müller es fotografiert hat, dann staune ich manchmal und denke, ach, so sieht das aus. Dann ist auf einmal alles ganz anders. Seine Fotos sind ehrlich, ohne Pathos und doch irgendwie erstaunlich. Ich glaube, bei ihm kann man spüren, was ich schon oft gehört habe, dass nämlich Fotos nicht einfach das Sichtbare wiedergeben, das wäre Knipsen, sondern dass richtige Fotos sichtbar machen. Die Müllerschen Fotos machen sichtbar. Wer seine Fotos sieht, der weiß das. Achten Sie einmal auf das Foto hinter mir. Die junge Dame, die auf der einen Seite des Fotos das Licht anmacht und auf der anderen Seite die arabische Schrift. Eigentlich ist das wie ein Schlüsselbild für mich. Die junge Frau auf der einen Seite, die sozusagen den Lichtschalter bedient und die der Herr Müller, der mit seinen Fotos mir auch ein Licht aufgehen lässt. Fotos machen nicht einfach, geben nicht einfach nur das Sichtbare wieder, sondern machen sichtbar. Das ist so bei diesen Fotos. Die Dinge erscheinen anders. Es geht mir ein Licht auf.
Und ich denke, das sind eben die guten Fotos, die im Kleinen schon das Große sehen und die im Unscheinbaren das Besondere darstellen. Danke an Sie, Herr Müller, dass Sie in unserem Hause Ihre Fotos zeigen. Danke, dass Sie gekommen sind, diese Bilder hier mit uns anzusehen. Ich wünsche mir heute viele Menschen und viele Besucher, auch im Verlaufe der Tage, in denen diese Ausstellung noch zu sehen sein wird, die diese Bilder sehen und die ins Staunen geraten über diese erstaunlichen Ecken hier bei uns in unserem Stadtteil, dem Hohnsberg, wo ich schon oft einfach achtlos dran vorbeigegangen bin und wo erst ein anderer aus einem anderen Stadtteil kommen muss mit seinen Fotos und uns zeigt, wie schön und wie bunt der Hohnsberg sein kann. Viel Vergnügen wünsche ich beim Sehen, beim Staunen und beim Entdecken. Danke, Herr Müller, und viel Spaß an uns.